Hallo, heute mache ich ein Video über die Spezialität Löwenzahnsamen, wo ihr die finden könnt und ihr braucht die zum Upgraden von Charakteren und ihr könnt die auch für die Erlebnispassaufgabe, wo ihr 100 Spezialitäten in Mondstadt sammeln müsst, farmen. Das erste, was man über Löwenzahnsamen sagen muss, man findet halt Löwenzahn in der freien Natur. Aber ihr braucht halt einen Anemo-Char, könnt ihr halt auch mit den Anemo-Charakter machen, um die zu sammeln. Und wir fangen gleich mal an. Und zwar in Mondstadt. Wenn wir hier bei Hertha vorbeigehen, die fürs Ansehen zuständig ist, kann man hier aus der Stadt rausgehen. Und hier vorne sehen wir links vom Steg einen Löwenzahn. Darauf wenden wir einen Anemo-Zauber an und bopp, können wir den Samen einsammeln. Dann gehen wir hier an der Stadt vorbei und wir sehen da unten diesen armen, einsamen Typen und rechts von dem ist nochmal Löwenzahn. Den nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir Richtung Haupttor. Und beim Haupttor sehen wir hier jetzt ein ganzes Viererbündel. Und auf der anderen Seite hier sehen wir nochmal ein Dreierbündel. Dann, wenn ihr zwei Anemo-Chars habt oder ein Anemo-Char mit geringerem Cooldown, ist die ganze Sache natürlich einfacher, ne? Ist jetzt halt bei mir nicht gegeben. Ich muss halt jetzt warten, bis meine Cooldowns aufhören, um die einzusammeln. Dann beim Sternfallsee gibt es nochmal drei Stück oben. Zwar geht ihr vom Sternfallsee Richtung Flüsterwald. Und hier am Wegrand vor mir seht ihr sie auch schon, ne? Da sind halt drei Stück. Das ist positionsmäßig hier. Also südlich von der Statue der Sieben beim See. Dann geht ihr hier zum Teleporter links vom Tempel der Tausend Wände und von dem aus nach Norden. Einfach ein bisschen an der Klippe hier oben halten, rechts davon. Und ihr seht es auch oben schon im Feld drinne. Da oben sind halt nochmal drei Stück. Links sind übrigens nochmal drei Lampenkraut. Hier spawnt sogar ein Slime, der die Löwenzahnsamen beschützt. Ich gönne mir kurz die drei Lampenkraut, auch wenn das nicht zum Video gehört. So, das ist halt hier die Stelle. Das ist genau südlich von der Domain. Aber wenn ihr halt von der Domain kommt, müsst ihr auf den Berg raufklettern. Dann gibt's beim Tempel des Wolfs oder auch so gesehen beim Flux Eisbaum noch drei Stück oben. Und zwar geht ihr einfach ganz normal Richtung Flux Eisbaum und ihr seht es auch gegenüber jetzt schon auf der Klippe. Da sind halt nochmal drei Löwenzahn-Pflanzen. Der Spot wird halt wieder von Anemo-Slimes beschützt, aber diesmal keinem großen, sondern drei kleinen. Das ist genau hier. Und der letzte Spot, den ich euch zeige, der ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Und zwar könnt ihr da jetzt von mehreren Positionen ausgehen. Ihr könnt vom Weingut Morgenröte kommen oder ihr könnt halt vom Steintor laufen. Und zwar ist das halt ein Spot, wo mehrere sind. Allerdings ist der halt auch ein bisschen weiter abgelegen, weil es da oben halt einfach keinen Teleporter in der Ecke gibt.
Ich gehe halt hier beim Steintor immer den Weg Richtung Mondstadt entlang und kletter dann rechts den Berg hoch. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jemand dabei habt, der irgendwas hinlegen kann, den Auftrieb beim Steintor benutzen. Da gibt's auf der Holzplattform beim Teleporter so eine Druckplatte und wenn ihr da irgendwas draufsetzt, kommt da ein Auftrieb. Also ein Geo-Objekt, die Puppe von Ember oder Cyan legen. Halt einfach nur sowas in die Richtung, ne? So. Und ihr ignoriert die ganzen Hillys hier. Und zieht einfach durch. Und da sehen wir auch schon die erste, die hier ist. Beziehungsweise inzwischen sind es halt drei. Lampenkort haben wir hier auch nochmal drei Stück. Und das ist jetzt hier zwischen Steintor und Weingut Morgenröte. Hier unten fängt es an bei diesem kleinen Teich und das erstreckt sich halt über das ganze Gebirge jetzt drüber. Haben wir nämlich die zwei, haben wir den hier. Und ihr seht es halt auch schon. Ne? Ich meine, oben ist eins, hier unten haben wir noch eins. Das sind halt jetzt wirklich mehrere. Da ist noch eins und wir haben wieder die Abilities alle auf Cooldown. Das ist halt schon das sechste damit. Wir haben aus irgendwelchen Gründen irgendwen geaggrot, obwohl ich keinen Gegner sehe. Da noch eins, wie man sieht, noch mal ein Dreierpaket. Hier, da sind wir jetzt schon hier oben auf dem Berg angekommen. Haben halt gerade mit Cooldowns zu kämpfen, wie man sieht. Und ich denke, das war es dann auch schon mit dem Paket hier oben. Um jetzt dann halt nochmal alle abzugehen. Also ihr geht beim Mondstadt-Teleporter hier nach Norden aus Mondstadt raus. Habt beim Steg eine, habt hier am Strand entlang welche. Habt zwei große Pakete links und rechts vom Stadttor. Habt südlich vom Sternfallsee Richtung Flüsterwald dieses eine Paket am Rand. Habt hier oben südlich von der Domain bei der Sterngreifklippe auf dem Hügel drauf ein Dreierpaket stehen. Ihr habt rechts vom Flux-Eisbaum auf der Klippe ein Dreierpaket stehen. Und dann habt ihr zwischen Steintor und Weingut Morgenröte hier oben auf diesem großen, ich hätte glatt gesagt, Plateau oder wie ich es auch immer nennen soll, habt ihr auch nochmal ein ganzes Dutzend von den Löwenzahnsamen, die ihr abfarmen könnt. Das war's dann auch schon für das heutige Video. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und konntet was draus lernen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal.